Das IFO-Institut hat heute seine Konjunkturprognose für Deutschland drastisch nach unten geschraubt. Die Ökonomen und Regierungsberater gehen nur noch von 2,2 bis 3,1% Wachstum aus. Bisher war noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 3,7% gerechnet worden. Die erhoffte Erholung dürfte demnach ausbleiben. Einzelheiten von Sami Ibrahim an der Frankfurter Börse. Das böse Wort der Stagflation taucht wieder auf. Eine anhaltend hohe Inflation ohne die dazugehörige Nachfrage, also Stagnation. Die Konjunkturprognosen verheißen deshalb nichts Gutes, selbst wenn man aktuell noch von einem, wenn auch gedämpften, aber immerhin Wachstum in diesem Jahr ausgeht. Die Gefahr kommt unter anderem aus dem Bereich der Wirtschaft, weniger aus dem Konsum der Privathaushalte. Auch deshalb sind die Zahlen des IFO-Instituts so interessant. Die sehen zwar ein Wachstum beim privaten Konsum, die Investitionsbereitschaft der Unternehmen hält sich allerdings in sehr, sehr engen Grenzen. Kein Wunder, schließlich sind die nächsten Monate kaum planbar, die aktuellen Preise zu hoch. Das Geld kann man dann also lieber sparen und für später aufheben, für Investitionen dann, wenn man weiß, wie es wirtschaftlich weitergehen soll. Das nächste Problem, das die Ökonomen quer durch alle Institute sehen, ist die noch immer drohende Lohnpreisspirale. Die hohen Energiekosten bringen vor allem finanziell kleinere Haushalte in echte Bedrängnis. Da ist es nur logisch und auch nachvollziehbar, dass höhere Löhne gefordert werden. Die aktuellen Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften bieten dazu die perfekte Gelegenheit. Das Problem, höhere Lohnkosten würden und müssten wohl auch die meisten Unternehmen weitergeben, was deren Produkte nicht billiger macht. Es ist ein Spagat, den eine Volkswirtschaft nur sehr schwer auf Dauer verkraften kann. Der Tarifkonflikt bei der Postbank ist beendet. Der Mutterkonzern Deutsche Bank und die Gewerkschaft Verdi haben sich in der dritten Verhandlungsrunde geeinigt. Die Gehälter der 15.000 Beschäftigten sollen in zwei Stufen um insgesamt 5,2% steigen. Dazu kommen zwei Einmalzahlungen. Die Einigung könnte Signalwirkung haben für die Tarifkonflikte bei den öffentlichen und privaten Banken. Ja, es war ein schweres Erbe, das Ex-US-Präsident Trump seinem Nachfolger Biden hinterlassen hat. Der Stahlstreit mit Großbritannien, der EU und Japan. Nun ist er aber beigelegt. Auch Großbritannien hat sich mit den USA geeinigt und darf ab Juni wieder bestimmte Mengen an Stahl und Aluminium zollfrei in die USA einführen. Wie es in der Mitteilung aus Washington weiter heißt, wird London dafür auf zusätzliche Importgebühren auf US-Waren im Wert von umgerechnet rund 450 Millionen Euro verzichten.